Okay, this is a new one. Okay, another is the chacarita. Okay, I prefer Rincón to Bayaraki. Mm-hmm. This drum is very difficult. Die Unterkunft, die ihr gerade gesehen habt, die übrigens so unfassbar schön ist, die werden wir euch in einem anderen Vlog zeigen, weil wir nämlich nochmal zurückkommen hierher. Danke. Genau, wir kommen nämlich wieder. Wo wir jetzt hinfahren, das erklären wir mal in Ruhe gleich. So, da sind wir wieder, ein paar Kilometer weiter. Also wir sind schon ein Stück gefahren. Wie man sieht. Ja, wir haben die ganze Zeit auf eine schöne Aussicht gewartet und dann sind wir hier um die Kurve gekommen und puff. Ja, wow, es ist echt mega. Zeigen wir gleich nochmal, wo man hier überhaupt hinguckt. Wir wollten gerade erstmal erklären, so, worum es heute geht in dem Video und wo wir überhaupt hinfahren. Weil wir sind eigentlich gerade nur eingestiegen und losgefahren. Ja, aber um mehr wird es auch gar nicht in diesem Vlog gehen. Es wird nämlich sowas wie so ein Anfahrtsvlog. Ja, der heißt wahrscheinlich auch Anfahrt zu Drake Bay. Ja. Mit Auto oder irgendwie so ähnlich. Und jetzt kommt der Grund. Also wir sind gerade hier. Puh. Also irgendwo da, wir wissen es gar nicht so genau. Und da ist auch der Corcovado Nationalpark. Und da wollen wir hin. So, erstmal zum Corcovado Nationalpark. Ich weiß noch, als ich 2013 hier das erste Mal alleine war, dass super viele, fast alle Einheimischen immer gesagt haben, der Corcovado Nationalpark ist der allerschönste, ist der beliebteste unter den Einheimischen und so weiter und so fort. Ja, wir haben so viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist auch das absolute Highlight von denen, wa? Ja, also es muss wohl eine richtig, richtig schöne Gegend sein, richtig naturbelassen. Man darf auch nur mit einem Guide da rein. Jetzt geht es hier aber um die Anfahrt. So. Und bei der Anfahrt ist es so, okay, also wenn das der Nationalpark ist... Also es ist ein bisschen komplex jetzt. Es gibt verschiedene Ranger-Stationen in den Nationalpark. Die sind jetzt hier. Ja, und dann gibt es verschiedene Ausgangspunkte, von denen man zu den Ranger-Stationen kommt, weil die manchmal nicht direkt anfahrbar sind oder in der Regel nicht anfahrbar sind. Die sind hier. Die bekannteste Ausgangsstation ist Drake Bay. Das ist die hier. Bing, 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 bing. Und da fahren wir jetzt auch hin. So, und das Ding ist, dass der Ausgangspunkt Drake Bay mit dem Auto, heißt es, dass es eine Schotterpiste ist und Flussüberquerung, dass das halt diese Straße ist, die ein bisschen schwierig sein soll, hinzukommen. Also es ist vor allen Dingen zur Regenzeit, wird halt hart abgeraten, diese Strecke zu fahren, was doch verständlich ist wegen den Flüssen, weil die dann hoch sind. Und deswegen, wir haben uns jetzt Infos eingeholt, dass der Flussstand niedrig ist, deswegen probieren wir es jetzt einfach aus und machen das. Und also auch als Tipp an dich, je nachdem, wenn du da bist, dann frag einfach mal nach, wie die Flüsse sind. Und jetzt hoffen wir, dass das ein kleiner Abenteuervlog wird, weil wenn der Fluss unfassbar trocken ist und wir einfach nur drüber hopsen, dann wird das ein kurzes Video. Ja. Falls du jetzt gar nicht mit dem Auto unterwegs bist, wir packen hier unten, das kommt jetzt hier, diese Einblendung, wo die ganzen Tipps bei uns auf dem Blog sind, da packen wir auch eine ausführliche Info rein, wie man generell dahin kommt. Also sind alle Möglichkeiten einmal aufgelistet, wie man zu Drake Bay kommt und von da in den Nationalpark, weil wie gesagt, es geht auch ohne Auto mit dem Boot, also ist auch ganz easy. Und jetzt fahren wir los und jetzt erstmal die Aussicht. Falls einem die Aussicht richtig gut gefallen hat, das sieht aus, als könnte man hier noch Land kaufen. Also hier wäre noch was frei. So, für uns geht's weiter. Also laut Navi fahren wir noch 32 Kilometer und eine Stunde elf. Eine Stunde elf? Ja, okay. Noch ist alles asphaltiert hier. Wir werden aber in 2 Kilometern abbiegen und ich weiß nicht, ob dann die Strecke anfängt. Dann geht's ab. Ob die Oh, Aussicht! Oh, das ist aber schön. Boah, das ist ja nice. So stelle ich mir ein bisschen so ein Kanada-Dings irgendwie vor, oder? So ohne die Palmen hier vorne, oder? Wir biegen ab! Gleich. Ach so.
Also zumindest schon mal nicht asphaltiert. Nee, bisher ist echt gut. Also bisher sind nur ein paar Schlaglöcher hier auf der Straße. Aber das hatten wir auch schon mal woanders. Der erste Fluss. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das die erste Flussüberquerung war, die meinten, aber ich glaube schon, oder? Boah, ich glaube, für jemanden, der hier zuguckt und wirklich so Offroad erfahren ist, ist das so low, dieses Amt. Also vielleicht wird es ja noch richtig krass, ja. Ne? Nur jetzt gerade sind es Strecken, die wir auf der Nicoya Halbinsel, da sind halt viele Straßen so. Und, ja. Also von der Straße ist das so, da haben wir schon viele gehabt, die wirklich auch so waren mit den Schlaglöchern. Ja, ja, mit den Flüssen. Die bauen hier, wie ihr seht, hier sind Bagger und so. Also es sind schon auch ein paar Brücken gebaut. Ja, warte, lass den Bagger erstmal vor, bevor du weiter reinblockst. Ja, das Einzige ist, glaube ich, tatsächlich hier mit den Flüssen, dass man gucken muss, wie hoch das Wasser ist. Jetzt gerade war es auf jeden Fall nicht hoch. Wir nehmen den Mund mal noch nicht zu voll. Nicht, dass hier Schnitt ist und dann, okay, scheiße. Macht aber auf jeden Fall Bock. Ist was anderes, als eine normale Straße zu fahren jetzt. Also ich glaube, dieser Fluss zum Beispiel wäre vor ein oder zwei Jahren, da hätte man jetzt noch da durchfahren müssen. Aber jetzt ist da mittlerweile auch schon eine Brücke. Jetzt müsste der nächste Fluss kommen. Okay, das ist auch schon eine Brücke. Hä, aber wir sind in 36 Minuten da. Ja, kann ja sein. Ja, dann ist der Vlog ist auf jeden Fall informativ, aber vielleicht nicht so spannend. Also auch mal für Leute, die jetzt hier zugucken, wir sind immer noch in einem Gebiet, wo Leute wohnen. Ne? Also es sind immer noch Wohnhäuser. Die fahren ja auch mit ihren Mopeds rum. Ah ja. So, Freunde. Die erste richtige Flussüberquerung. Wir haben eine Flussüberquerung, aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist so ein Mini-Fluss, überhaupt nicht tief, ich glaube nicht mal richtig knöcheltief, aber wenn man da drüber geht, ist eine Absperrung, also da dürfen wir nicht lang. Und ich glaube, wir müssen jetzt den längeren Weg nehmen und der sieht dann so aus. Ja, guck, ist doch noch ein Abenteuer-Vlog. Ja, also ich glaube, Daniel ist jetzt 3-4 Mal hin und her gefahren für die Aufnahmen einmal. Da, wo ich stand, über den Bäumen, waren ungefähr so 6 oder 7 Aras. Jetzt gerade kam uns schon Tukan entgegengeflogen. Also ich glaube, mit den Tieren könnte es hier ganz geil werden in der Gegend. Ich bin gespannt auf den Nationalpark. Also wir sind ja noch nicht drin. Hier gerade links und rechts neben uns ist ja noch Weide mit Kühen. Eigentlich. Ja, hier sind wirklich Wohnhäuser sind hier noch. Das, glaube ich, haben wir uns auch ein bisschen abgeschiedener vorgestellt, als wir die ganzen Berichte gelesen haben. Vor wegen nicht da durchfahren, weil es halt so schwer ist. Nur Schlaglöcher und alles nicht ausgebaut. Dachten wir, wir fahren halt so durch voll viel Natur. Tun wir auch, aber eben auch durch voll viele Dörfer. Ja, aber es sind noch 12 Kilometer und dann sind wir da und die Drake Bay an sich soll wohl auch richtig schön sein. Also das ist auch angespannt. Und Schwein, guck mal! Ich glaube, das wird dann auch das Highlight bleiben in diesem Video, die Flussüberquerung, weil jetzt sind wir wieder auf einer geteerten Straße. Ja. Aber eine sehr steile geteerte Straße. Ja, und es wird aber richtig neblig. Sind wir jetzt so hoch gefahren? Ja, schon ein Stück. Guck mal. Ja, jetzt stehen wir hier vor dem Endgegner. Das ist der Rio Drake, ist das, glaube ich. Das ist der letzte Fluss, über den man drüber muss. Wir sind schon drüber, aber weil es hier auch eine Brücke gibt an dem Fluss. Aber das wäre, glaube ich, hier die Stelle, wo wir jetzt gerade stehen. Also hier vorne, hier steht das Auto.
Und das hier wäre die Stelle, glaube ich, gewesen, wo man früher normalerweise hier rüber gefahren ist. Hier gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar zwei Brücken, eine da, eine da. Ja, aber das Ding ist tatsächlich ein bisschen tiefer. Also wenn man jetzt hier guckt, das ist schon so, man sieht den Grund jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, wir wären auch durchgekommen mit dem Auto, aber das wäre schon so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, ein Heikler gewesen. Ja, aber so wie wir uns das vorgestellt hätten nach den ganzen Beschreibungen, wir fragen uns, wie alt dann all diese Berichte waren, weil die haben von den Brücken halt nicht so geschrieben, ne? Wenn man hier langfährt, Flussüberquerungen macht, ist wohl immer ratsam, erst auszusteigen. Wenn das irgendwie so ist wie jetzt hier zum Beispiel, man weiß nicht, wie tief es ist, und einmal reinzugehen und zu gucken, wie tief es ist. Also, dass man es einmal den Weg abläuft. Gut, das macht Anja dann jetzt gerade, obwohl wir nicht durch müssen. Hast du geguckt, ob Krokodile hier sind? Ach so, nee, stimmt. Aber sind doch nicht, oder? Sonst ja, hätten die nicht gesagt, dass man abgehen soll. Ja, die sagen ja auch, man soll vorher gucken, also die Augen aufhalten. So. Ja, nee, ich würde hier nichts ausschließen. In der letzten Unterkunft waren kein Mann im Teich. Ja, aber hier sind Spuren. Hier ist einer durchgefahren. Hier vorne, das seht ihr jetzt nicht, aber ist egal. Ja, auch wenn das jetzt gerade alles hier easy aussah und wir so easy drüber sprechen, wir haben halt echt keine Ahnung, wie es ist, wenn es wirklich hier ohne Ende schüttet. Ja. Und ich weiß nicht, ob dann selbst der eine Fluss, wo wir durchgefahren sind, ob der halt, je nachdem, was für ein Auto du hast oder dann die Fähigkeiten Offroad-mäßig, ob der knifflig wird. Also jemand hatte uns geschrieben, wenn es stark regnet von den Bergen, dass die Flüsse halt stark ansteigen. Ich glaube, wir hatten jetzt auch einfach Glück. Also wir sind zwar in der Regenzeit, aber es hat die Tage nicht viel geregnet. Ja, ja, und jetzt ab zur Unterkunft. Ich glaube, der überlegt, einmal durchzufahren aus Spaß. Hier wäre echt die Strecke. Also ja. Hier sind so Spuren. Und dann da drüben wieder raus. Ich glaube, ein klitzekleines bisschen hast du dich schon drauf gefreut, hier durchzufahren, wenn es keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Ich habe sogar in einem Video gesehen auf YouTube. So, angekommen in der Unterkunft. Und es ist schon nice. Wir haben so einen kleinen Balkon und hier gucken wir einfach direkt aufs Meer. Warte mal. Ja, wo wir gerade dabei sind, auch eine schnelle Roomtour, bevor es wieder unordentlich wird hier. Das hier ist unser Zimmer. Also es ist einfach hier ist ein Doppelbett und das war es eigentlich schon von dem Zimmer. Und dann ist hier, hier drüben ist noch ein Bad, was auch nochmal so groß ist wie das Zimmer. In einer riesigen und hier Dusche. Ist die ja, warte, ich übergebe. Da. Ah, sieht man nicht so. Nee. Also wir werden es nicht tun, aber ich könnte durchaus verstehen, wenn man eine schlechte Bewertung geben könnte, weil man einfach einen überdimensional großen Schlüsselanhänger bekommt zum Hotelschlüssel. Wo soll man den denn hinstecken? Das musste ich einmal mit euch teilen. Könnt ihr mal kommentieren, ob das noch jemand stört, wenn man große Schlüsselanhänger von Hotels bekommt. Moin. Ja, wir wollten das Fazit jetzt nicht im Dunkeln machen, weil als wir zurückgekommen sind, war es schon viel zu dunkel. Wollten noch ein paar Worte sagen jetzt als Fazit. Wie wir unterwegs schon gesagt haben oder gezeigt haben, es gab ja einige Schlaglöcher auf der Straße. Trotzdem war die Straße jetzt nicht so krass, wie wir es erwartet haben, nach dem, was wir gelesen haben. Aber ja, das sind 2 bis 3 Flussdurchquerungen, die du machen musst aktuell noch. Ich weiß nicht, wie schnell die Brücken da hinbauen. Und da ist es wirklich wichtig, dass du vorher fragst bei der Unterkunft oder bei dem Touranbieter, wie der Wasserstand gerade ist. Bei uns war er jetzt super niedrig. Es war super einfach, da durchzufahren. Aber es kann wohl auch ganz anders aussehen, dass man da richtig drin stecken bleiben kann. Und im Wasser willst du halt nicht stecken bleiben mit deinem Auto. Deswegen nachfragen. Und auch zu der Frage Allrad in Costa Rica haben wir ganz oft die Frage bekommen. Bisher haben wir es nie gebraucht. Das erste Mal ist tatsächlich hier auf dieser Strecke und da würden wir auch sagen, mach es nicht ohne Allrad. Weil das ist wirklich, es kann auch sein, dass du hinter euch den Fluss fährst und wieder hochfahren musst, dass es da richtig matschig ist oder so. Und wenn du da stecken bleibst, ist es halt richtig doof. Abenteuer, Anfahrt nach Drake Bay. Genau. Wupp, wupp. Ja, so. Es hat schon richtig Bock gemacht. Man fährt da durch und es fühlt sich an, einfach als würde man also die riesige Expedition gerade starten und dann guckst du die Videoaufnahme an und dann fährst du gefühlt durch eine Pfütze. Aber es hat richtig Bock gemacht. Die Tour selber aber, das ist ein extra Video. Das verlinken wir mal hier.
Und ja, da machen wir jetzt die Outro-Time. Jo. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier kommt ihr zum Video aus Corcovado Nationalpark. Und hier könnt ihr unser Journal angucken. Ciao. Angucken. Tschüss. Oder kaufen.